Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Emul der Star, wie ihr wahrscheinlich nicht anders zu erwarten hattet. Und da mein Handy immer noch nicht da ist und die Let's Plays von Emul spielt Minecraft BE immer noch nicht weitergehen kann, dachte ich mir, dass mit meinem Kanal nicht so leer steht, dass ich trotzdem irgendwie auf irgendeine Art und Weise Videos drehen werde. Und ich bin heute an meinem Laptop. Mein Laptop ist jetzt nicht der beste, ohne Aufnahmeprogramm oder sowas, weil das dort halt einfach nicht geht. Da ist halt uralt und ich bearbeite heute ein bisschen meinen Skin. Wie ihr wahrscheinlich schon seht, auf minecraftskin.com. Da kann man wunderbar einen Minecraft-Skin erstellen oder bearbeiten oder wie auch immer man das haben möchte. Ich entschuldige mich mal wieder dafür, dass das Video total schlecht ist, aber es ist doch eigentlich relativ egal, oder? So. Da ja gestern der erste Advent war, möchte ich meinen Skin ein bisschen weihnachtlicher haben. Und ja, ich überlege gerade, wie ich es machen werde. Normalerweise mache ich manchmal schon so Vorskizzierungen und so, aber diesmal wollte ich es halt einfach mal so probieren. So, ich würde sagen, am besten mit Rot, ne? Weil Rot ist ja halt so eine Weihnachtsfarbe. Und ja, wollen wir uns zuerst eine Mütze machen oder? Ne, ich glaube, wir fangen erstmal so normal an. Wollen wir trotzdem den Enderman-Skin behalten? Also, dass es so ein bisschen Ender-Weihnachts ist? Naja, Hauptsache der Kopf und die Frisur stimmt, damit man sieht, das ist mein Skin. Weil der ist ja halt auch komplett selbst gemacht. So, ich würde sagen, dann fange ich einfach an. Ist es rot so okay oder... Ist es irgendwie so komisches Rot, oder? Also um Skin zu machen, finde ich, dass eben minecraftskin.com die beste Seite dafür ist. Am besten sollte man es auf dem PC machen, denn ich habe es mal auf dem Tablet probiert und konnte den dann nicht abspeichern und habe den dann quasi umsonst gemacht. Und das war dann halt so, tja, ein bisschen blöd. So, halt mit Rot und wie machen wir es hier? Auch Rot? Bis wohin denn? So hier? Nee, das ist dann wieder frei. Ich würde sagen, wir machen den einfach erstmal komplett so rot. Warte mal, wo fangen denn die Beine an? Die können wir hier wegmachen. Oh mein Gott, ich habe keine Beine mehr. Und hier dieses Pokémon-Spiel, das mit dem Trading-Card Game Online, was ich euch letztens ja in meinem letzten Video erzählt habe. Und scheiße, ich habe wovon ich heute euch halt erzählt war. Ich war so richtig sauer. Ich spiele seit ungefähr einem Monat. Also mein Handy ist ja schon seit 5 Monaten weg und seitdem spiele ich das Spiel halt, um mich halt so ein bisschen abzulenken. Und wirklich, es ist jedes Mal so, wenn ich mir ein Spiel runterlade oder halt ein Spiel anfange zu spielen, dann spätestens eine Woche später kommt es dann in der Werbung. Oder spätestens einen Monat später. Ich weiß ja nicht, wie viel später das dann ist. Auf jeden Fall irgendwann, wenn ich das halt so anfange zu spielen, dann kommt es so in der Werbung und dann kennen das alle und so. Und ich so, ey, was ist hier los? Das war auch so, vor ein paar Jahren habe ich ja auch so Empire gespielt, so Good Game Empire. Und dann war auch so ungefähr einen Monat später oder so, war das dann so in der Werbung. Wo ich mir dachte, hey, das ist doch das Spiel, was ich spiele. Oder vor ein paar Jahren, vor 5 Jahren war das ja, da habe ich mich mal bei Movistar Planet angemeldet. Aber auch einen Monat später oder so war das dann in der Werbung. Das ist immer echt seltsam. Habt ihr auch irgendwie sowas, dass wenn ihr irgendwas spielt oder so, dass es dann in der Werbung ist? Keine Ahnung, ich habe das. So mache ich das Auge weg oder lasse ich es? Keine Ahnung.
Jetzt mach's weg. Na toll. Oder hätte ich es doch lassen sollen? Oh, warte mal, wie weit kann ich es denn zurückmachen? Oder muss ich jetzt jedes einzeln machen? Keine Ahnung, aber mir gefällt das Auge hinten. Das ist halt so ein Markenzeichen sozusagen. Oder was mache ich dann? Oh, scheiße, ich muss gerade überlegen. Ja, machen wir jetzt nochmal weg. Und mich haben ein paar Leute auch so gefragt, wieso ich nicht auf meinem Tablet einfach Minecraft PE aufnehme. Ja, erstens, ich habe kein Aufnahmeprogramm für das Tablet, weil ich halt die Android-Version 4.1.2 habe und da gibt es halt nicht wirklich irgendwas, womit man aufnehmen kann. Und ja, Xbox-Konto Emulia, falls es irgendjemand interessiert. Und dann, ja, ich war hier vorhin, ich will so eine komische Stadt bauen und wie man da hinten schon sieht, das ist, mein Minecraft ist halt Schrott, besser gesagt. Und da geht es halt nicht, das. Ja. Einfach kaputt. Das wäre eigentlich alles total grün, aber ist es nicht. Und das ist halt. Tja. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier an meinem Tablet liegt oder. Also an der Tablet-Art liegt oder halt. An. Mein Tablet persönlich, aber keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall jetzt total traurig und ja, ist halt blöd, wenn dann alles so blöd aussieht. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich, da ich ja früher auch so gerne gebacken habe und so, auch halt von Serien und sowas irgendwas gebacken. Ob ich dann, da ja jetzt die Adventszeit da ist, ob ich dann einfach Minecraft-Plätzchen backe. Und wie man die am besten backt oder andere Arten von Plätzchen, was super toll, naja, also nicht so standardmäßig aussieht, sondern so halt richtig 3D-mäßig, würde ich sagen. Wenn ihr darauf Bock habt, dann könnt ihr auch gerne mal einen Kommentar da lassen, ob es euch gefallen würde. Denn irgendwie, ich habe voll Bock, so Minecraft-Plätzchen zu backen, die so 3D sind, so eine Würfel oder sowas. So aus Plätzchen oder so ein Häuschen. Man kennt ja halt diese Lebkuchenhäuser, ob man, also dass man das halt so irgendwie macht. Keine Ahnung, also ich hätte schon irgendwie voll Bock drauf. Ja, ich bin immer noch ein bisschen krank. Aber das ist eigentlich. Naja. Keine Ahnung, irgendwie hilft nichts mehr. Wenn ich mal Halsschmerzen habe, dann. Und dann irgendwas zum Lutschen nehme, das wirkt auch irgendwie nicht mehr. Ich bin jetzt irgendwie so resistent oder wie das heißt, gegen diese Medikamenten. So, jetzt ist alles in eintönigen Rot. Das machen wir gleich noch mit hübschen. Wie heißt es so? Schattierung? Ich weiß nicht, wie man das bei den Skin nennt. Also, schattenmäßig so. So, auf jeden Fall brauchen wir halt weiß. Machen wir komplett in den Minusbereich. So. Ja, man sieht das nicht wirklich, da meine Hautfarbe wirklich schon so fast weiß ist. Dann machen wir es nochmal ein bisschen dunkler, damit man hier halt so ein bisschen, damit es so puschiger aussieht. Ich muss mal gucken, wie ich die Mütze mache. Ich habe ja mein Krönchen schon abgelegt dafür. Tut mir leid. Dass man halt hier irgendwie. Wo fängt man denn da an? Fängt man dann hier schon an? Ja, lass mal hier so anfangen.
Irgendwie so. Ich habe mich gerade vertippt. So, es sind schon über 10 Minuten. Ich wollte es eigentlich nur 5 Minuten machen oder so. Und ich habe jetzt auch kein Schneiddingens irgendwo. Das ist alles auf dem Handy drauf. Tut mir leid. Ja, also ich hatte ja auch ein Skin für Minecraft. Für Minecraft, haha. für Halloween. Halt mit so Blut verschmiert und so gemacht, weil ich eigentlich so Halloween-Special machen wollte. Halt, wo ich dann halt so eine Halloween-Map spiele, irgendwie so eine Adventure-Map. Aber daraus wurde jetzt auch nichts, was halt total bedrückend ist. Ich fand das voll schade. Ich hoffe, dass ich bald mein Handy wiederbekomme. Es sind ja jetzt immerhin 5 Wochen. Und ja. Ich schau mal nur kurz. Na toll. Uno momento. Halt, der sieht dann, oh mein Gott, Reflexion von der Lampe. So aus. Wo halt das eine Auge dann auch noch im Rot ist, statt im Grün. Und ja, meine Stimme kackt gerade hier ein bisschen ab. Also sage ich jetzt mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.